jetzt das Mikro an den Andreas Hennewein übergeben. Ja, danke vielmals, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Applaus. Ja, wir haben also in dieser Arbeitsgruppe in den letzten Wochen und Monaten versucht, einmal eine Art Positionspapier auszuarbeiten, das jetzt noch nicht die Lösung darstellt für all die möglichen Herausforderungen oder ich will das Wort Problem gar nicht sagen, sondern was so eigentlich unsere Schwerpunkte sind, wo wir sagen, da würden wir gerne anpacken oder das wären die Rahmenbedingungen, die wir als geeignet ansehen, damit einen starken und guten Tourismusverband für die Zukunft aufzustellen. Und da ist mir ganz besonders wichtig, dass es nicht darum geht, heute zu sagen, der Tourismusverband hat was schlecht gemacht oder die Menschen, die da drinnen sind, die Personen sind nicht fähig, ganz im Gegenteil. Wir wissen alle, wir haben einen der gesündesten Tourismusverbände, die haben sogar Rücklagen, wer kann das noch sagen? Und wir haben auch entsprechende Strukturen, die passen. Nur das, was wir glauben, das ist, dass sich derzeit das ganze Umfeld und auch die Zukunft so rasch verändert, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die lernen, umzugehen mit diesen Veränderungen. Und um das geht es uns eigentlich, diese Zukunftsgestaltung. Was wollen wir ganz konkret bewirken? Wir sind der Meinung in unserer Gruppe, dass eine ganz klare strategische Positionierung unseres Tourismusverbandes einfach notwendig ist. Da wird es sicher auch einiges bereits geben, aber die Frage ist einfach, im Sinne eines Leitbildes, im Sinne eines Strategiepapiers, wo stehen wir heute, wo gehen die Veränderungen hin und was müssen wir ganz konkret tun, um in 5, in 10 Jahren, und deshalb heißt unsere Initiative auch 2018 und nicht 2013, was wir heute haben, sondern das kann man auch nicht innerhalb von einer Woche machen, sondern wir brauchen sicher 5 Jahre, um eine strategische Positionierung nachhaltig, wirksam in den Köpfen unserer Wirtschaft vor Ort, aber auch in den Köpfen unserer gewünschten Gäste zu verankern. Mir würde dann halt einfach gefallen, wenn ich da drinnen lese oder beziehungsweise mehr Informationen kriege, beispielsweise wie viele echte Buchungen konnte man in die 5 Jahre damit realisieren in unserer Region. Und ist in den 5 Jahren dann auch mehr an Leuten gekommen in den einzelnen Jahren, weil man hat sich immer wieder beworben. Oder wie groß war eigentlich der Kapitaleinsatz für die ganze Geschichte und wie war die Wertschöpfung daraus? Das sind Fakten, Zahlen, Daten, die eigentlich auf den Tisch legen müssten und die ich gerne wissen würde, beziehungsweise die auch transparent sein sollen. Gestellt, es sind viele, wir haben eigentlich schon ganz, ganz lang nichts mehr beim Tourismusverband gemacht. Und das, denke ich, ist eine schlechte Ausgangssituation und es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass man mehr Meinungen hineinbringt. Wir haben Ausschreibung auf Aufgabenprofile und Zielvorgaben für Geschäftsführer und den Mitarbeitern und daraus entsprechend einige andere Punkte, dass wir Erfolgskontrolle, jährliche Treffen eben zwischen die einzelnen Gremien, kommt man vielleicht wieder zurück auf die Ortsausschüsse, wo vielleicht dann plötzlich dann wieder Freude weitergegeben wird, dass sie wieder was arbeiten möchten, weil bis jetzt war es eigentlich so, die meisten haben gesagt, ja, warum soll ich überhaupt was tun, der Verband hat sowieso nicht das, was wir wollen. Ist nicht die richtige Aussage, sollte wieder so sein, dass wir alle dazu bereit sind, den Verband gemeinsam nach vorne zu schieben. Viele mit dieser Denkweise in den Aufsichtsrat kommen, darum werden wir also auch mit einer Liste, die noch nicht besteht, wo wir aber auch alle einladen, die interessiert sind, daran teilzunehmen. Es wird eine kompetente, ausgewogene Liste mit Sicherheit werden. Da wollen wir eben antreten, um im Aufsichtsrat dieses Gedankengut dann auch weiterzuführen. Dazu laden wir ein, dazu muntern wir auf. Vielfalt hat noch nie geschadet. Wer meint, dass es passt, wie es ist, hat eine Wahl sozusagen und wer meint, es braucht ein bisschen was anderes, der hat jetzt auch eine Alternative. Was ich gerne ganz konkret sagen möchte, ich bin das erste Mal so vor 5 Jahren, wenn wir uns mit dem Hotelrecht beschäftigt haben, zu so einer Tourismusverbandssitzung gegangen, nachdem ich ungefähr 20 Jahre vorher den Ratschein mehr oder weniger widerwillig eingezahlt habe. Und was für mich vollkommen unvorstellbar vor 5 Jahren war, das ist, ich sitze bei einer Vollversammlung, wo über ein Budget von 1,6 Millionen Euro abgestimmt worden ist
Und alle haben die Hand gehoben und es ist gar nicht gesagt worden, dass es einen Budgetplan gibt, was mit dem Geld passiert. Wenn ich das beim Fußballverein mache, muss ich sofort zurückkriegen. Und das, ja, es ist rechtlich okay, aber da muss ich dann nochmal sagen, kann es sein, dass ich im Jahr 2013, 2014 bestehende Strukturen einfach fortschreite und sage, ja, wir geben 300.000 Euro für Briefmarken aus, geben halt nächstes Jahr 305.000 Euro für Briefmarken aus. Oder muss ich wieder mal nachdenken, wo geht es eigentlich hin? Kriegen wir überhaupt mit Briefmarken noch die Leute? Oder bewegen sich die woanders? Und das meine ich mit strategisch denken. Wenn ich halt was brauche vom Tourismusverband, ich kriege es. Weil die Leute gut arbeiten, fair sind und da gibt es kein Problem. Das ist aber nicht das Thema, ob ich da eine Parkbank habe und da eins kriege. Sondern ich glaube, wir müssen uns darüber legen, wie können wir die vorhandenen Mittel, die uns alle abgezogen werden, das sind Zwangsmitgliedsbeiträge und eigentlich hasse ich die wie die Pest, dass ich da mitbestimmen kann, wie steuern wir die und wie setzt man die so ein, dass möglichst ein breiter Return rauskommt und nicht sehr einseitig. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es hat sich eben unsere Region verändert und ich bin Strategieberater, diese Region wird in 10 Jahren nicht so ausschauen, wie sie heute ausschaut. Das ist richtig. Etwas ist mir spontan eingefallen, weil die Frau Wildauer hat da etwas umgeschnitten, dass man ein bisschen über die Region ausschaut. Also für mich, wo wir die teilweise Urlaubsgäste haben, was 40 Jahre schon kommen, seit wir 73 angefangen haben, kommen sie jedes Jahr und bleiben 3 Wochen, kann ich natürlich nicht nur mit der Region punkten, sondern ich muss über den Zaun ausschauen. Die Marke Tirol ist an und für sich für mich das, der Schwerpunkt. Wir wollen einfach strategisch mehr darüber nachdenken, was machen wir mit den ganzen Sachen, die wir haben und was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Das Budget ist nicht so groß, haben wir eh schon drüber gehört. Und genau das ist, und jetzt komme ich wieder zurück, die Aufgabe des Aufsichtsrates. Man unterschätzt den Aufsichtsrat heute und genau um das geht es. Am 20. November. Wir müssen versuchen, im Aufsichtsrat Leute zu positionieren, die Interesse haben, an der Zukunft des Verbandes mitzuarbeiten. Die Vielfalt, also die Vielfalt könnte man beschreiben als eierlegende Wollmilchsau. Weil alleine der Name Silberregion Karwendel ist ja eigentlich schon sehr zweideutig, weil das Silber hat mit Karwendel überhaupt nichts zu tun. Es hat nie ein Gramm Silber in Karwendel gegeben. Was ganz spannend ist zu überprüfen, wenn man halt, sei es im Internet oder auch in persönlichen Gesprächen im Ausland, das Thema Karwendel sagt, kommen 80% der Rückmeldungen Scharnitz. Scharnitz und Seefeld. Das kann man abtesten. Ja? Und das ganz Spannende ist, wenn man im Internet oder woanders das Thema Silber eingibt, kommt Tarents. Die Silberstadt in Tirol ist Tarents, mit dem schönsten Silbererlebnisumfeld, das man sich vorstellen kann. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe. Wenn wir an dem festhalten wollen, dann müssen wir zumindest gleichwertig mit Tarents und mit Scharnitz auftauchen, sonst nutzt uns die Marke nichts. Entschuldigung für die Provokation. Und ganz entscheidend wird heute sein, die Botschaft auch an meine Unternehmer, Kolleginnen und Kollegen. Freunde, interessiert euch ein bisschen, es gibt eine Bring- und eine Hohlschuld. Und ich würde mir als Unternehmer erwarten, dass die Information an unsere Unternehmer, die ja fleißig Beitragszahler sind, eine bessere ist und würde mich auch wünschen, dass sich Unternehmerkollegen einbringen wollen und in diesen Aufsichtsrat vertreten sind. Also nicht nur Nächtigungstouristiker, Touristiker allgemein, sondern auch Unternehmer. Die sollen nicht nur zahlen, sondern auch die Informationen weitergeben und wissen, warum sie zahlen. Ich glaube, das ist entscheidend. Danke. Wir haben ungefähr das Verhältnis, dass aus den Aufenthaltsabgaben 175.000 Euro in etwa erlöst werden und 1,3 Millionen durch die Beiträge der Unternehmerschaft. Also ist es ganz wichtig, was du formulierst, dass also die Unternehmerschaft die Rechenschaft bekommen soll, aber auch nicht faul auf der Haut liegen soll, sondern sich einbringen soll. Der Aufsichtsrat hat da eine Idee und ich stehe mittendrin und die Unternehmer und die anderen Vereine und alle anderen Beteiligten haben ganz andere Ideen. Und da müsst ihr doch mal zusammenbringen, diesen ganzen unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Forderungen, unterschiedliche Gegebenheiten. Also ich bin absolut unvorbereitet jetzt für dieses Gespräch, bin das im Aufsichtsrat vom Tourismusverband, bin der Einzige, der im Aufsichtsrat ist, außer dem Vorstand, der Christian Schöser. So ist es nicht, dass da die Leute der Wirtschaft im Aufsichtsrat sind. Ja, nur, sie gehen nicht her, das ist das Problem.
Wir haben also Leute, die haben sich reinwählen lassen, und das ist der Ledermann-Martin, ist der Wörthersee, der Kronalanis und so weiter. Die haben Betriebe, wo sie nie Zeit haben dafür. Also bitte, wenn ein neuer Aufsichtsrat kommt und der sich aktiv einbringt, kann ich das nur begrüßen. Das ist super. Wir haben auch Leute dabei gehabt, die also nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben vom Geschäft, von Geschäftlichen, die so eine Bilanz lesen, sich schwer tun. Ja, was will so einer, der keine Bilanz lesen kann, kritisieren? Und deshalb geht es bitte zur Wahl hin, unterstützt uns. Ich mache jetzt ganz beinharte Wahlwerbung, weil wir wollen das umsetzen mit unserer Liste, die noch nicht steht. Jeder ist eingeladen mitzuarbeiten, und bitte kommt und macht das, was der Michael gesagt hat, nehmt euch Unternehmertum her, eure Pflicht da, dass hier geht's und geht's wollen. Bitte. Und dem ist in dem Sinne nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke fürs Kommen. Bleibt engagiert, hell und wach und bringt es auch ein. Und Markus, danke dir auch noch fürs Kommen. Du hast selber von Zusammenarbeit gesprochen. Die werden wir nützen im Sinne der Region. Glück auf, mögen wir uns sagen. Thank you.